Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzenupdate. Das ist quasi das zweite ja erst, aber irgendwie auch das erste richtige, weil es hat sich was getan. Ich glaube, das letzte Update ist jetzt eine Woche her. Es ist Sonntag und wir gucken uns die Kleinen mal an. So, wir sind hier auf der Fensterbank. Hier seht ihr die Kleinen. Ein paar sind noch in der Küche, die muss ich jetzt auch noch umpflanzen. Ich habe die pikiert, schon letzte Woche. Da waren die noch recht klein, aber ja, es ist einfach besser, wenn die einzeln in so einem Töpfchen sind. Das hätte man auch von Anfang an machen können. Ich habe bei jedem Töpfchen jetzt unten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen kann, doch hier, ich habe überall Löcher reingemacht. Und zwar habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe mir einen Nagel genommen, habe die Spitze über eine Kerze gehalten, dass die warm wird. Und dann kann man eben die Löcher ganz toll machen, ohne dass man ja was von dem Plastik nach innen drückt und dann das Wasser nicht gut abfließen kann. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, genau. Ich hatte eben ursprünglich, wo ich eben ausgesät habe, unten keine Löcher drin, einfach, dass die Feuchtigkeit schön in dem Töpfchen bleibt. Und jetzt habe ich sie umgepflanzt, pikiert, vereinzelt, wie auch immer, und habe eben unten diese Löcher drin. So, und so sehen die jetzt aus. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar in der Küche und da werde ich euch beim Pikieren dann dabei haben. Einfach, dass ihr seht, wie ich das mache. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar. Zum Beispiel haben wir hier die Tomate Yellow Submarine. Also, wie ihr sehen könnt, ist da schon einiges zu sehen. Da habe ich noch die drei Physalis. Da kann man auch schon viel sehen. Die haben auch schon bald das vierte Blättchen. Die habe ich aber noch nicht vereinzelt. Da haben wir die Paprika Liebesapfel. Also ich zeige euch jetzt einfach nur ein paar, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt. Da haben wir eine der Cantaloupe-Melonen. Da kann man hier noch so den Samen sehen. Was zeige ich euch noch genauer? Ach ja, hier haben wir eine der Tomaten. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber könnt ihr sehen, dass die ein bisschen... Nein, könnt ihr, glaube ich, nicht. Sind ein bisschen zackiger, die kleinen neuen Blättchen. Was kann man denn noch zeigen? Hier haben wir eine Chili. Aber da hinten fällt gleich was um. Auch eine Chili, oder? Nee, Paprika-Liebesapfel. Das ist ganz lustig. Das ist eine gelbe Paprika. Da kommt hier auf der Seite noch eine zweite raus. Das war gar nicht so geplant. Da ist die Cocktailtomate vom Acker. Das hier ist eine Aubergine. Und wie ihr sehen könnt, bekommen fast alle schon das zweite Blattpärchen. Und ich finde es total cool. Bei dem zum Beispiel, bei der Yellow Submarine, die ich euch am Anfang gezeigt habe, seht ihr schon die ziemlich ausgeprägt. Wohingegen bei manchen anderen das eben nicht so stark zu sehen ist. Aber ja, ich bin super zufrieden mit meinen Babys. Denen geht's gut. Wie gesagt, ich habe die eben letzte Woche schon pikiert und die sind jetzt 2 Wochen alt. Und dafür sehen sie doch schon ganz gut aus, ne? Ich meine, sie haben noch einen langen Weg vor sich, aber ja. Irgendwo habe ich doch vielleicht noch eine Aubergine oder habe ich die noch nicht? Ach, Aubergine habe ich ja schon gezeigt, ne? Da haben wir noch eine lila Paprika. Also, im Moment sehen die, wie gesagt, alle relativ ähnlich aus, aber ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ist jetzt auch, glaube ich, ein relativ kurzes Video geworden, aber ich habe gedacht, so einmal die Woche reicht. Ich brauche euch das nicht jeden Tag zeigen, außer da passiert jetzt irgendwie was komplett Unerwartetes. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer her mit euren Pflanzenbildern bei Instagram unter dem Hashtag Pflanzenbabys 2015. Ich freue mich da immer von euch zu hören und zu lesen und zu sehen. Und ja, wir sehen uns mit den Pflanzen wieder nächste Woche und ich sag bis dann. Tschüss!